Hallo meine Lieben, ja, wir werden heute die letzten Sonnenstrahlen kräftig nutzen. Der Herbst schreitet ein und wir wollen heute nochmal richtig schön grillen. Ich werde euch mitnehmen, es gibt heute Lammlachse mit Pimentos und mit einem Salat. Und wie ich das Ganze herstelle und zubereite und würze, das kommt jetzt. Viel Spaß beim Video, aktiviert die Glocke und nicht vergessen, liken, abonnieren. Meine Lieben, heute nehme ich euch mal mit. Das sind unsere Prachtstücke. Alles, was ihr dafür braucht, sind ein paar Gewürze. Ich habe von Alfons Schubeck ein leckeres arabisches Gewürz, Estragon, ein bisschen Meersalz, ein bisschen Pfeffer und Chili. Und natürlich, nicht zu vergessen, Rosmarin, Knoblauch und Zwiebeln. Das Ganze nach Belieben als Marinade zubereiten. Alles hintereinander rein in eine Schüssel. Ruhig kräftig würzen, seid mutig. Mit ein bisschen Chili ist immer alles besonders lecker. Und vor allem, der Knoblauch darf auch nicht fehlen, ihr Lieben. Hier seht ihr schon mal, wie ich die Rosmarinblätter auseinandernehme. Nochmal kurz das Messer schärfe und Rosmarin klein und fein hacke. Eine halbe Zwiebel wird auch noch ganz klein und fein hinzugegeben. Das kommt gleich alles noch in die Marinade und nicht vergessen natürlich der Knoblauch. Und daran sollte niemals gegeizt werden bei solchen Grillgerichten, vor allem wenn es um Lamm geht. Ruhig ein paar Zehen mehr nehmen, schön durchpressen und so sieht das Ganze aus. Und da kommt jetzt noch ein bisschen Mazola-Keimöl drauf. Dieses Öl ist besonders hitzebeständig und das ist sehr wichtig, vor allem beim Grillen. So sieht das Ganze aus. Als nächstes werden die Lammlachse kurz abgewaschen unter kaltem Wasser und natürlich mit einem Küchenkrepp leicht abgetupft und abgetrocknet. Ich mag es ganz gerne, diese Lammlachse kurz zu halbieren. Wir sind 3 Personen, das passt ganz gut, ist auch einfacher zu grillen. Alles in die Schüssel geben, in die Marinade und schön kräftig umrühren, damit das Ganze schön durchziehen kann. Wer will, kann das Ganze nochmal abdecken und nochmal für 2 Stunden ziehen lassen. Und so sieht das Ganze aus, wenn die Marinade eingezogen ist. Ihr Lieben, es duftet herrlich, ihr könnt es vielleicht erahnen. Ja. Pimentos werden ganz einfach gemacht, ein bisschen Mazola-Keimöl, ein bisschen Meersalz und einmal kurz durchgeshakt und das kann auch so aufs Grillen. Dazu wird jetzt noch ein knackiger Salat gemacht. Ich habe heute ein bisschen Nuss gehabt auf rote Beete. Ihr könnt es natürlich so machen, wie ihr Bock habt. Und et voilà, ein Blick auf unseren Grill. Ja, so sieht das Ganze aus. Es ist toll, es ist lecker, es schmeckt fantastisch. Ich bin am Schwärmen. Ja, ich könnte jetzt wieder reinbeißen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, animiert euch zum Nachmachen. Lasst mir einen Daumen hoch da und vielleicht ein Abo. Bis dahin, macht's gut.